Das ist Elfi, ungefähr 5 Monate alt, zum Spielen geboren und für Quatschmachen auserkoren. Sie lässt sich alles einfallen, um die Umgebung zu mobilisieren, damit sie ihren Blödsinn mitmacht. Irgendwie schafft sie das auch immer. Anfang und Ende der Spielphase bestimmt Frauchen. Manchmal gibt's Ausnahmen. Wenn Elfi eindeutige Signale zu Spielaufforderungen zeigt, tue ich ihr ruhig den Gefallen und gehe drauf ein. Spielen ist ein sozial verbindendes Element und der Impuls dazu kann, genauso wie bei unseren Kindern, selbstverständlich von beiden Seiten kommen. Sie hat so einiges an Spielzeug da. Und sie darf ihren Wahnsinn ausleben und wild sein. Spiel ist lebenswichtig. So lernt man fürs Leben. Lernt Grenzen kennen und zu akzeptieren. Es wird gelernt, wie man sich als Hund benimmt und lernt spielerisch das Jagen, das Beutefassen und so weiter. Spielen ist eine Form der Kommunikation. Wir machen uns davon, eine neue Krake zu besorgen. In diesem Becken finden wir sie aber nicht. Da ist sie. Das Spiel ist Hauptberuf unseres Rudels. Durch spielerisches Lernen trainieren die Tiere ihre Befähigung, sich auf unterschiedliche Situationen flexibel einzustellen und neu erlernte Strategien zur Lösung von Problemen auszuprobieren. Auf diese Weise wird ihre Intelligenzleistung gesteigert.
Auffällig ist, dass vor allem jene Tiere Spielverhalten zeigen, die in Sozialverbänden leben. Offenbar bietet das Spiel eine gute Möglichkeit, sich in entspannter Atmosphäre mit den Regeln des Zusammenlebens vertraut zu machen, Bindungen aufzubauen und zu festigen. Junge Rudelmitglieder wachsen auf spielerische Weise in ihre Rolle hinein. Zur Ruhe kommen muss gelernt sein. Da Border Collies meistens auf Standby sind und den Ausknopf nicht kennen, muss ich danach helfen. Das Ruhebedürfnis eines Hundes ist individuell. Ein erwachsener Hund braucht ungefähr 20 Stunden Ruhe. Welpen, Senioren oder kranke Hunde benötigen bis zu 22 Stunden Ruhe. Ein Ruhemangel oder Schlafmangel führt beim Hund leider nicht dazu, dass er hundemüde auf die Seite fällt und einfach einschläft. Das Gegenteil tritt sogar ein. Ein Hund, der unter Ruhe- bzw. Schlafmangel leidet, wird überdreht, unkonzentriert, nervös, reizbar, kurz gesagt absolut unausgeglichen. Das wiederum veranlasst den Hundehalter, für mehr Bewegung, Auslastung, Sport, Spiel zu sorgen. Hierdurch bekommt der Hund noch weniger Ruhe und wird noch überdrehter.